Ja, hi Leute, hier ist euer Mr. Conjun. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Unboxing-Folge. Und diesmal zu Black Clover oder Black Clover. Ich nenne es Black Clover. Eigentlich Black Clover. Ja, auch zu einer Blu-ray Edition. Ich finde es schade, dass Black Clover kein Ding-Edition hat, keinen Sammelschuber. Eventuell werde ich mir sogar den Sammelschuber auch selbst bauen, wenn davon 3 Stück rausgekommen sind, dann mache ich sie zusammen in einen Sammelschuber oder 4 Stück, je nachdem, muss ich mir mal überlegen. Ja, der Anime ist ein meiner Top-Anime, die ich habe viele Top-Anime. Ich werde sowieso irgendwann mal ein Video machen, wo ich euch meine Top-Anime zeige, die ich besitze, weil ich habe zurzeit echt sehr, sehr viel. Ich habe zu viel angekauft. Ich habe zurzeit echt viel zu viel angekauft, aber ja, so ist es halt, wenn man ein Hobby hat. Geht mir auch sehr, sehr gerne Geld aus. Ich habe circa, ja, ich müsste glaube ich mal das Video echt mal machen, wo ich euch zeige, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe, weil ich denke, ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich genau ausgegeben habe. Es gibt auch Anime, wo ich nur den Sammelschuber gekauft habe mit dessen Volumen und fertig. Mehr nicht, weil ich irgendwann mal auch weiterkaufen werde. Aber ich habe mir den Anime schon angeguckt, auch auf Deutsch. Aber ich will es einfach unbedingt haben, weil mein Ziel ist dann natürlich alle deutschen Anime zu haben, die auf Deutsch synchronisiert worden sind, zu besitzen. Das ist mein Ziel. Genau hier, das sieht man. Also ich muss sagen, das Handy ist echt krass. Es ist einfach fokussiert direkt. Also obwohl es nur ein Handy ist. Also sehr, sehr schnell. Zu schnell. Also das ist einfach. Ich kann nur ganz kurz sagen, das ist ein Razer Phone, was ich habe. Ja, mehr kostet glaube ich 700 oder 800 oder 1000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, ich habe dafür 800 Euro bezahlt oder 700 Euro. Sagen wir zwischen 700 bis 1000 Euro. Weiß ich nicht. Ich habe es mir einmal geholt. Ja, da achte ich nicht mehr auf den Preis. Naja, ich kann euch mal kurz sagen, warum. Die Sache ist halt, ja, ich verdiene relativ gut Geld, deshalb kann ich mir auch sowas auch erlauben zu kaufen. Ich habe, glaube ich, letzten Monat knapp 1000 Euro für Anime-DVDs ausgegeben. Diesen Monat werde ich auch ein bisschen was ausgeben. Das ist jetzt nicht so viel wie letzten Monat, weil, ja. Die meisten werden sowieso sagen, wie kannst du so viel Geld ausgeben für Animes? Ja. Wieso kannst du so viel Geld für Alkohol ausgeben? Was für eine Aussage. Ja, die Sache ist halt, ich trinke nicht. Ich trinke keinen Alkohol, also gar keinen Alkohol. Ich rauche auch nicht. Und dementsprechend, ist halt so. Zumindest, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut von Black Clover. Ja, das sieht hübsch aus. Ah, das sieht schön aus. Okay, ich dachte, es wäre eingestanzt. Aber das sieht schön aus. Muss ich sagen. Sieht sogar sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Rückseite eigentlich gar nicht angeguckt bis jetzt. Überhaupt nicht. Das sieht auch richtig geil aus. Also ich mag diese Pappkarton oder diese, ja, also wenn man so, dass man nicht auf so eine Folie drauf zeichnet, sondern so auf so ein Blatt Papier. So sieht's aus. Okay, das finde ich sieht ein bisschen besser aus. Man kann es auch ein bisschen größer machen. Richtig nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Geil, geil. Ja, sieht man schon. Zwei DVDs. Das ist doch gut, dann mehr, nee. Gefällt mir. Die könnte man eventuell auch bunt machen, aber ich will jetzt nicht zu viel rummeckern. So. So. Okay, das ist so eine kleine Anleitung, was in den Folgen passieren wird. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ein. Oh, okay, das ist so. So ein Artbook. Ah, okay, schauen wir uns das mal an. Dieser heißt die Kleine. Oder die Kleine. Gefällt mir. Oh, das Bild sieht doch geil aus. Okay, da zeigen wir, wie sie es gezeichnet haben. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. So ein Artbook, ich finde die schon nice, muss ich sagen. Also ich finde die jetzt nicht so schlecht. Kann man sehen, wie die Charaktere auch gezeichnet worden sind oder allgemein andere Sachen. Nice.
Genau, das ist das alles. Gelungenes Gesamtpaket. Ich würde mir wünschen, wenn jetzt mal ein Sammelschuber bei der dritten Volume rauskommen würde, aber ich glaube eher nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr selten. Da gab es nur ein Anime, wo es war. Das war beim Grimoire of Zero. Das erst beim dritten oder ich glaube beim dritten Volume erste Sammelschuber rauskam. War ein bisschen ungewöhnlich, aber ja. So war das. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so oft passieren. Ja. Nice Anime, kann ich nur empfehlen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.